Morgen, immer nachmittags um 5 im Bayerischen Fernsehen. Fendt im Ötztal, Winter 2010. Wissenschaftler führen einen Tierversuch mit Schweinen durch. Sie wollen herausfinden, was mit dem Körper in einer Lawine passiert. Dazu graben sie die betäubten Schweine im Schnee ein. Ein Dreivierteljahr später, auf dem Weg nach Oberbozen in Südtirol. Der knapp 60-jährige Südtiroler Hermann Brugger ist unterwegs in seine geliebten Berge. Begleitet wird er von Werner Miribung. Dessen Schicksal hat die Arbeit und das Leben des Wissenschaftlers Brugger verändert. Vor 5 Jahren unternimmt Miribung mit Kollegen eine Skitour. Ja, mein Kollege wollte mich noch warnen, er war vielleicht 2 Meter vor mir. Und er schrie noch, als er verschwinde, die Lawine kommt. Man hatte sich mit dieser Situation abgefunden, also dass da kein Ausweg mehr ist. Und man schließt jetzt ab und das war das Leben. Als die Retter Werner Miribung finden, lebt er. Noch. Er hat nämlich während der Bergung einen Kreislaufstillstand bekommen, war 100 Minuten unter der Lawine, hat eine extrem tiefe Körpertemperatur gehabt von 24 Grad Celsius, also medizinisch unmöglich, scheinbar unmöglich zu überleben. Auf dem Weg ins Krankenhaus hört sein Herz auf zu schlagen. Miribung ist jetzt klinisch tot. Doch den Ärzten gelingt es, ihn wiederzubeleben. 2 Wochen später verlässt er das Krankenhaus als völlig gesunder Mensch. Warum dies möglich war, wissen die Ärzte nicht. Das hat uns dann bestärkt in der Annahme, dass das eben möglich ist, ein Langzeitüberleben. Und dass wir da noch weiter daran forschen müssen, unbedingt um draufzukommen, welche Faktoren verantwortlich sind, dass so ein Überleben möglich ist. Januar 2010. Bruggers Tierversuch beginnt. Mit einem internationalen Forscherteam möchte er ein Lawinenunglück nachstellen und die Überlebensfaktoren untersuchen. Die narkotisierten und überwachten Schweine werden im Schnee eingegraben, bis sie sterben. Vom Versuch spüren sie nichts. Er ist von 2 Ethikkommissionen genehmigt. Alles ist rechtens. Doch Tierschützer bringt dieser Versuch auf die Barrikaden. Brugger und seine Kollegen werden bedroht und müssen abbrechen. Was Hermann Brugger passiert ist, ist eigentlich gar nicht so überraschend. Tierversuche haben einfach ein sehr schlechtes Image. Viele von uns denken da wohl zuerst mal an einsame, gequälte, hilflose Tiere, die eingesperrt in ihren Käfigen auf ein trauriges Ende warten. Die Maus zum Beispiel, das Versuchstier Nummer 1. Allein in Deutschland werden jedes Jahr bei Tierversuchen fast 2 Millionen Mäuse verbraucht. So heißt es tatsächlich im Fachjargon. An Tieren werden jährlich tausende Medikamente und Chemikalien auf ihre Wirkung geprüft. Und das, so die Befürworter, ist unverzichtbar. Die moderne Medizin, in unserem Fall ist es die Schlaganfallmedizin, würde ohne Tierexperimente nicht existieren. Dennoch sind Tierversuche seit jeher ethisch umstritten. Man weiß, dass allein in Deutschland Jahr für Jahr bis zu annähernd 3 Millionen Versuchstiere in den Labors sterben, dann hat man eine ungefähre Vorstellung von der Dimension dieses Problems. Jetzt suchen Wissenschaftler nach besseren Methoden. Ich sollte diese Tierversuche nur dann machen, wenn ich sie nicht in irgendeiner Weise ersetzen kann oder ja, aus anderen Gründen einfach nicht brauche. Wissenschaftler streiten. Können Tierversuche durch andere Methoden ersetzt werden? Es wird immer ein kleiner Rest an Forschung bleiben, der auf Tierversuche angewiesen ist.
Auf dem Weg zur Uni Konstanz, zum neu gegründeten Zentrum für Alternativen zum Tierversuch. Die Wissenschaftler hier setzen stark auf sogenannte In-vitro-Methoden, also auf Zellkulturen, an denen Substanzen getestet werden. Und das, so ihr Credo, funktioniert besser. Also eigentlich arbeiten wir heute vor allem damit, dass wir uns vorstellen, dass der Mensch eine 70 Kilogramm Ratte ist. Das heißt, wir verwenden Ratten statt Menschen, weil wir, die leben immerhin. Wir haben mit denen sicherlich auch einiges gemeinsam, aber es gibt eben auch gewaltige Unterschiede. Sehr viel mehr an Ähnlichkeit haben wir nicht zu bieten. Der neue Ansatz besteht darin, wirklich zu verstehen, wie Substanzen schädigend wirken. Das Jahr 2006. Das Biotechnologieunternehmen Tegenero hat ein neues Medikament gegen Multiple Sklerose entwickelt. Versuche an Affen zeigen kaum Nebenwirkungen. Doch bei Tests an Menschen kommt es zur Katastrophe. Und die Methode Tierversuch gerät in die Kritik, auch bei Wissenschaftlern. Denn 6 Versuchspersonen fallen ins Koma, schweben wochenlang in Lebensgefahr. Das klingt doch wirklich recht alarmierend. Sogar aus Sicht der Forscher sind manche Tierversuche zweifelhaft. Die Frage ist bloß, ob wir wirklich drum herum kommen werden, Tierversuche durchzuführen. Schließlich wollen wir Menschen ja wohl selbst kaum Versuchskaninchen spielen und irgendein neues, noch unerprobtes Medikament einnehmen. Sondern wir möchten natürlich sicher gehen, dass es vorher getestet wurde. Und zwar ausreichend. Und in Deutschland kommen jedes Jahr etliche neue Medikamente auf den Markt. Der Bedarf an zuverlässigen Testverfahren ist also groß. Aber wenn nicht mit Tierversuchen, wie dann? Forscher hoffen auf neue Methoden. Und die Zeit drängt. Bis zum Jahr 2020 sollen allein 30.000 bislang noch nicht geprüfte Chemikalien getestet werden. Ohne Alternativmethoden würde das 50 Millionen Tiere töten. Die Fahrt geht nach Schwerin, nahe der Ostsee. Die Hoffnung der Forscher auf neue Methoden wird genährt durch eine Entdeckung des kleinen Biotechnologieunternehmens Primazyt. Hier forschen Biologen an menschlichen Leberzellen und zum Vergleich auch an Ratten. Im Jahr 2007 testen sie ein Krebsmedikament. Sie geben es auf die Leberzellen. Die Wissenschaftler beobachten die Wirkung des Medikaments wochenlang, denn so lange können sie mit ihrer Methode die Zellen am Leben erhalten. Auch die Ratten bekommen das Krebsmedikament. Die Leber der Ratten wird durch die Substanz geschädigt. Wie aber vertragen die menschlichen Leberzellen das Medikament? Anders als die Ratten haben die Zellen keine Schäden. Sie vertragen das Medikament problemlos. Das ermutigt die Wissenschaftler, es auch an 3 an Krebs erkrankten Menschen zu testen. Und auch diese vertragen das Medikament gut, haben keine Leberschäden. Die Leberzellen haben also die Wirkung besser vorhergesagt als der Tierversuch. Wenn ich einen Versuch mache mit der Ratte, dann weiß ich eben am Ende, okay, bei der Ratte wirkt das Medikament. Oder es ist toxisch oder es ist nicht toxisch. Das gibt mir keine Aussage darüber, wie es dann beim Menschen ist. Berlin, Sitz des Bundesamts für Risikobewertung. Es beurteilt Methoden, die Tierversuche ersetzen sollen. Eine vom Amt für gut befundene Methode findet im abgedunkelten Raum unter Rotlicht statt. Die Substanz, die untersucht werden soll, etwa ein Medikament, wird auf menschliche Zellen gegeben. Wenn die Substanz das Erbgut schädigt, zerbricht die DNA in einzelne Stücke. Die Bruchstücke bilden einen Schweif, ähnlich einem Kometen, unter dem Mikroskop sichtbar. Je größer der Schweif ist, desto mehr hat die Substanz die DNA geschädigt. Eine raffinierte Messmethode, mindestens so gut wie ein Tierversuch. Ich denke auch, dass heute mehr und mehr natürlich durch die Erkenntnisse, die wir haben, über die Limitiertheit auch von Tierversuchen, sich doch die Erkenntnis durchsetzt,